ja nicht. So, Herr der Ringe mochten wir ja auch immer. Cut vorbei. Und wir sind jetzt wieder im Archiv der Festung der Flagge. Wo Prokur und Faron jetzt ohne William, also der ist noch da, aber der ist nur noch Person, also der ist nur noch körperlich anwesend. Jetzt immer noch bei der Archivarin stehen. Also bei der, nicht Archivarin, bei der war Autorin. So, haben Sie jetzt diese Zeitschriften, haben Sie jetzt die Zeitungen Aue hier aufgeschrieben, kopiert, wie auch immer? Ja. Ich habe Ihren Drucker mal da hinten kurz benutzt. Okay, ja. Sie hätten auch meinen Laptop benutzen können. Ja, gibt's vielleicht noch ein paar aktuellere Artikel zu dir, weil das ist ja echt schon eine Ecke her. Ja, aber ich habe noch ganz viele andere. Oh nein. Hey, haben Sie einen Schlaganfall? Können wir Ihnen helfen? Also. Oh Gott, ich habe ein Herz. Nein, ich habe kurz geleiert, weil ich kurz gescrollt habe. In Ihren Laptop. So, also, wo bin ich denn? Hier. Was Neueres sagen Sie? Ja, gerne. Ja, leider nicht. Ich finde immer nur ältere Sachen. Nee, das ist ja... Das Neueste, was ich habe, ist von 1024. Aha. Hier, warten Sie mal. Ich habe auf jeden Fall, weiß was war ein Fiasko. Aus demselben Jahr, wo diese Expedition rausgezogen ist, habe ich auch noch etwas, was vielleicht noch weitere Informationen verrät. Warten Sie mal kurz, ich poste Ihnen das ja auch gleich rein. Ja. Da können Sie, während ich das... Rein. Ich gucke ich, auf meinen Pager. Während ich das mitlese, können Sie das auch lesen dann. Also Fabian und Lars, ihr könnt das jetzt auch noch direkt lesen. Probado Fiasco heißt das Neue. Also, ich lese mal vor. Die strobanische Expedition in die Tulaminlande ist offenbar gescheitert. Vor wenigen Tagen lief die Kreuzerfähre in den Hafen ein, doch von zahlreichen Begleitern Strobanows fehlte jegliche Spur. Dieser selbst machte einen erschütterten Eindruck und war für keine Stellungnahme zu gewinnen. Beobachter wollen gesehen haben, wie er nach seiner Anlandung umgehend die Halle des Quecksilbers aufsuchte. Wurden Strobanow und seine Begleiter etwa vom Fluch der alten Sultane geschlagen? Wir werden Sie, liebe Leser, auf dem Laufenden halten. Oh, wir haben die Bild-Zeitung Aventuriens gefunden, oder die Bunte, oder so ein Quatsch. Nein, das ist Fox News. Das ist das Bild der Frau. Aha, ich erinnere mich irgendwie an meine Oma. Also, es ist nicht so gut geklappt, wie Sie sehen. Ja, das ist ja da gestern nicht so gut gelaufen. Achso, und ich habe noch eine Frage. In diesem Artikel von 1007. Ja. Da wird Kollege Schnürschuh Stroganow einmal mit Vornamen Iljan angesprochen. Ist das irgendwie ein Fehler? Weil der heißt doch Iljerov. Das ist ein Fehler des Abenteuers. Nein, ein Fehler vom Meister. Ja, okay. Weil Iljan Iljerov, ist das irgendwie sein Zwillingsbruder? Nein, es ist sein Zwilling. Der Iljan und der Imerov, das ist beides. Das ist beides. Der Zwillingsbruder von Klaus ist. Das sind beides Codenamen. Hä? Mein Mikrofon funktioniert nicht mehr. Ja, okay, scheiße. Ne? Sonst haben sonst noch irgendwie ein paar Artikel. Hört man mich wieder? Dann hört dich die ganze Zeit. Ja, man hört dich. Ja, aber kurz hat man mich nicht gehört. Das habe ich gemerkt, weil ich keinen Ausschlag hatte bei Discord. Ich habe gesagt, das ist wahrscheinlich ein Fehler des Meisters so aus Gag. Nee, ja, aber. Das haben wir noch gehört. Ja, das sind beides Codenamen für einselbe Person quasi. Okay. Die Frage, weiß ich das auch oder ist das wirklich einfach nur ein Fehler? Ist egal. Spielt keine Rolle. Okay. Tatsächlich. So. Aber hier habe ich sogar ein Bild von Strobanow. Nur ohne seinen tollen Hut. Der hat er nicht auf. Sehr gut. Ja, das schaue ich mir genau an. Wen sehe ich da so? So ein schönes Polaroid, sagst du? Nein, eine Zeichnung. Warte mal, ich muss ja gerade kurz das Bild noch raussuchen. Das habe ich nämlich tatsächlich nicht. Habe ich denn das abgespeichert?
ich sehe es halt kommt, das Bild will er gleich abzeichnen. Und dann wird das so eine richtige Zeichnung wie so typisch Boys halt, so wirklich so ein Strich, Männchen mit so Smiley Gesicht. Ja, wir haben ein Bild von ihm gesehen, ich habe das abgezeichnet. Nein. Nein, es ist nicht einfach ein Bild von Harrison Ford. Das habe ich jetzt nicht, das habe ich nicht gemacht. Deswegen ist das überhaupt toll. Ja, und sie zeigt euch beiden dann quasi das Bild. Das heißt, es ist einfach Stroganoff. Mhm. Könnt ihr euch den angucken, wie der aussieht. Okay, ja. Da hat er seinen Fashion-Hut, hat er da schon. Also das ist wirklich so ein stark, ja, so wo er sich selber quasi als krasser Held darstellt. Deswegen hat er es so zeichnen lassen. Wisst ihr, in welchem Alter, also von welchem Jahr dieses Bild ist? Eines seiner letzten Bilder. Okay. Wie alt sieht er da drauf aus? Wenn ich das so einschätzen kann. Ja, du siehst es doch. Wie alt willst du ihn denn einschätzen? Ach so. Das, ja, also er ist ungefähr an die 40, 50 geworden. Ja, der erste. Er hat schon jung angefangen mit Abenteurer sein. Ah ja, der erste Artikel von 1007, jetzt haben wir 1044. Ja, das ist ja schon eine ganze Ecke für euch Menschen, ne? Ist er ja schon etwas in die Jahre gekommen. Weiß ich nicht, ob das Abenteuern in dem Alter noch so gut war für ihn. Ja, haben Sie recht. Na gut. Ich habe aber noch einen Artikel. Auch gut. Den haben wir betitelt Stroganoff regt sich wieder und das ist der wirklich neueste. Ich habe den erst übersehen, wissen Sie hier. Der ist von 1025. Aha, der ist ja noch ein wenig aktueller. Ja, das ist auch der letzte, den wir hier haben, der noch neu ist. Ich habe so sehr alte Kamellen, die Sie vielleicht nicht so interessant finden werden. So, das mache ich jetzt auch verfügbar. Oh Gott, es sind so viele. Kannst du ja zum Glück alle gleich weg. Nein, kann ich nicht. Gibt sie denn im Met oder was? Naja, aber das ist halt Spieler, also die können Spielerinfo halt. Und das haben sie jetzt. Man kann das ja nachlesen. Und das sind jetzt Hintergrundinfos und keine, die Nutzen haben. Ja, ich dachte, weil ja. Ja, das sagst du, dass die keinen Nutzen haben. Nein, das habe ich jetzt so gesagt, um euch hinzuhalten. Nee, aber ja, ich habe hier einige Notizbucheinträge, zum Beispiel sehen Sie schon, die noch kommen, deswegen sage ich das. Hab ich das gerade gesagt. Ja. Nee, ich frage nur aus sicherheitshalber, weil nicht, dass das heißt, ja, ihr habt die jetzt nicht mehr. Ihr sollt ja mitschreiben, du hast ja angekündigt, dass wir es machen sollen. Und ja, eigentlich könnte ich die Rechte noch wieder nehmen, das stimmt schon. Also, ja, die hat jetzt sehr vorgelesen und gezeigt. Also ich habe als Spieler habe mir Notizen gemacht, ich habe extra gefragt nach dem Ding. Ich weiß halt nur nicht, ob Proko sich Notizen macht, aber vielleicht ist Faron ja so klug. Ich mache nur immer dann Notizen, wenn ich die Sachen auch selber mitbekomme. Genau. Ja. Sonst vergesse ich sie auch bewusst. Ja. Achso, gut so. Spielt ja auch sehr gut. So, Quelle 5 ist jetzt das, was ihr jetzt habt. Ja, ich tue die nachher alle wieder weg, dass ihr auch, dass ich so overflow bei euch in dem Journal. Ist ja irgendwann nicht mehr was ist. Willst du den auch einmal vorlesen? Ja, mach ich klar, natürlich. Stroganoff regt sich wieder. Als Schönes. Über ein Jahr war es nach seiner offenbar misslungenen Fahrt in den Süden erstaunlich still um den Lebemann Ilyan Stroganoff gewesen. Nun scheint der bornische Bär aber aus seinem Winterschlaf erwacht zu sein. Denn nach übereinstimmenden Berichten haben sich viele Handwerker auf den Weg zu Schloss Stroganoff gemacht und auch im Festumer Hafen legten große Warenlieferungen an, die den Zollmeister sicherlich freuen werden. Unseren serverischen Korrespondenten teilte der Schlossherr mit, dass er mit einigen Elementen seines Schlosses nicht mehr zufrieden sei und daher gezwungen sei, Anpassungen vorzunehmen. Ilyan Stroganoff hatte sein Schloss erst 2016 nach einer mehrjährigen Bauphase eingeweiht. Angesichts der neuerlichen Umbauten fragen wir uns, wie dieses Schloss den Ansprüchen eines Stroganoff jemals gerecht werden. Das sind diese Umbauten, die ich vorhin meinte. Mhm. Ja, hat wohl angedauert, 1-2 Jahre. Ja, aber da ist jetzt auch meine Quelle langsam versiegt. Ja gut, aber das war auf jeden Fall schon einiges an Wissen, das wir jetzt hier mitnehmen konnten. Ähm.
Ihr sagt, ihr seid zu jung, um euch zu erinnern, aber wisst ihr zufällig, wann genau hier Stroganov das letzte Mal gesehen wurde, hier in Festum oder auf seinem Anwesen? Puh. Schon seit vielen Jahren tot, beziehungsweise verschollen, sagt man. Viele Jahre, man könnte man ihn so jetzt gesehen haben, ich weiß es leider nicht genau. Ja, viele Jahre ist halt immer so eine Sache. Für uns Zwerge sind viele Jahre andere Zahlen als für euch Menschen. Also redet das von 2 bis 200? Ja, viele Jahre sind ungefähr 5 bis 8. Okay, Da war es ja eine ganze Zeit lang still um ihn, weil jetzt hier die letzte Quelle ist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre alt. Ich sage ja. Er hat sich dann irgendwann an LOL zurückgezogen und auch kein Abenteuer mehr erlebt. Okay. Dann war er eines Tages einfach weg, seltsam. Ist da niemanden, der vielleicht irgendwas wüsste über sein Verschwinden? Nein, das tut mir leid. Okay. Sein bester, ein sehr guter Freund und sein Verwalter seines Anwesens war einmal gestorben. Er hätte euch noch Infos geben können. Naja, okay. Es ist ja auch nicht unser Ziel, ihn zu finden. Es ist ja auch unser Ziel, sein Anwesen zu besuchen. Nicht wahr? Mhm. Ja, dann, Ja. Wie gesagt, wenn Sie sich keine Notizen gemacht haben, die Artikel können Sie allein nicht mitnehmen. Das wissen Sie ja, ne? Ja, natürlich. Das kann natürlich in Ihrem Archiv bleiben. Das haben Sie ja bestimmt gemerkt. Ja, natürlich. Na klar. Ja. Sicher, Digga. Ja, gut. Also ich habe keine weiteren Fragen mehr auf Pharaon. Fällt dir noch irgendwas ein? Soweit nicht, nein. Was wir jetzt tun könnten. William, wie ist es mit dir da hinten? Ich bin Beckmann. Mashallah, lass mal losgehen. Ich will aufs Sport. Ich will Armbrustbolzen Hinterköpfe verteilen. Ich glaube, ich bleib bei Filiaso auf dem Schiff. Ja, meine Güte, William, ihr seht ja ganz schön abwesend aus. Vielleicht solltet ihr euch lieber etwas ausruhen. Aber gut. Ich finde hier Antwort mit Mashallah am besten. Ne, wie so ein Pokémon. Ich bin Beckmann, was ist deine Meinung? William. Mashallah. Gut, dass er so tiltet sein, wenn er das hört. Ich wollte gerade sagen, er wird uns komplett hassen. Ach, bis dahin hat er es vergessen. Ja. Bis dahin haben wir vergessen, dass wir das gesagt haben. Ja, gut, dann wollen wir Ihre Zeit nicht weiter beanspruchen. Sollen wir auf irgendwas, also sollen wir Ihnen irgendwie was mitbringen oder wollen Sie einfach nur unseren Erzählungen lauschen? Oder Sie kommen da, irgendwie... nein, Sie kommen, nachdem Sie dort waren, hierher. Wir setzen uns in mein Büro und Sie erzählen mir alles und dann schreibe ich da einen Artikel über Sie. Ja, okay, aber ich sehe mich nach oben, vielleicht kann ich Ihnen ein kleines mitbringen, irgendwie. Dann werde ich der Letzte sein, der einen Artikel über Stroganov schreibt, weil er ja nicht mehr lebt. Hä? Ich sehe schon den Titel. Das Geheimnis des Schlosses ist gelöst. Ja, gut, ist die Frage, ob wir das Geheimnis seines Verschwindens lösen werden, aber vielleicht werden wir beweisen können, dass es dort nicht... Das Geheimnis des Schlosses und nicht des Verschwindens. Ist doch egal, woher ist das Schloss viel interessanter für meine Leser. Okay. Heißt die Olle zufällig Rita Kimkorn? Oder Carla Kolumna? Ja, was ich sagen? Tada. Verstehe ich was nicht oder ist die wirklich gerade ein bisschen komisch? Ist Brocco ein Elefant? Nee, die will einfach nur die geilste Schlagzeile haben. Das ist eine Zeitungsschreiberin. Okay. Na dann, ich verspreche, wir werden zurückkommen und berichten, falls wir zurückkommen. Haha. Das ist ja großartig. Wenn sie nicht zurückkommen, kann ich einen Artikel darüber schreiben, dass sie dann aufgebrochen sind. Wiedergekommen und keine gute, ihr Wort nichts wert ist. Wuhu! Mit den Einnahmen von der Zeitung wollen wir was verdienen, ne? Das ist ihnen bewusst, oder? Das ist aber nicht so bei unseren Quellen. Natürlich werden sie bezahlt, aber einmalig, wenn sie mir dann halt diesen Artikel zur Verfügung, also wenn sie mir Informationen gegeben haben, wenn sie bezahlt, dass sie die Quelle waren und dann. Der wird einfach, sie werden Titelblatt stehen, das macht sie fest und bekannter. Das ist doch auch schon Lohnung genug. Quelle ist in dir, Fabi.
Also ist die Belohnung. Ich wollte gerade sagen, erstmal alle Informationen als in Austauscher für den Artikel und sagen, ja, jetzt will ich doch bezahlt werden. I am Wikipedia. Ja, also ich habe halt als Bezahlung betrachtet, dass wir da ins Archiv gehen konnten und ich meine, kostet ja nichts, denen das zu erzählen, sollen sie was schreiben und eben. Ja, aber das werde ich noch mit meinen Kameraden besprechen und ich weiß nicht, ob die da alle namentlich genannt werden müssen, je nachdem auch, wie das Abenteuer dann dort ausgeht, also. Ja, natürlich, nur die, die auch genannt werden wollen. Ja, natürlich. Im Zweifel sind wir eine unbekannte Truppe wilder Abenteurer, die sich zum Schloss aufgemacht haben und die Details liefern wir ihnen dann. Ja, genau. So machen wir es. Gut, dann. Sie schüttelt euch danach die Hand so aufwickelnd. Ja, bedanke ich mich. Auf Wiedersehen. Jada, jada, jada. Jalla, jalla, sagt Beckmann. Ja, sie. Sie geleitet euch hinaus. Ja. Wir sind hinaus. Ja, Adi, wo, also, wobei, erstmal Fabio Lars, wollt ihr das nächste eigentlich hin? Ja, Faron, habt ihr eine Idee, was wir jetzt als nächstes machen könnten? Ich meine, ein paar Informationen konnten wir jetzt herausziehen und ich hätte zum Beispiel den Vorschlag, also als einzigen Vorschlag, der mir jetzt aber auch nicht sehr lukrativ scheint, mal in der Zollmeisterei nachzufragen, was dieser Strobber noch so eingeführt hat in seinen durch den Hafen. Ne? Da stand ja in den Artikeln, der hat immer mit seiner Karavelle da Sachen reingeschleust. Vielleicht können wir da schon einen kleinen Blick drauf werfen, was für Gerätschaften, Artefakte und Reichtümer der hier eingeschleppt hat. Vielleicht ist da schon ein paar Informationen für uns bei. Ne, nützlich sein, ja. Wisst ihr, wo wir das hier finden? Oder? Ich denke im Hafen, in die Hafenzollmeisterei. Zur Not fragen wir wen. Ja, dann schauen wir mal. Okay, dann macht ihr das als nächstes, alles klar. Also, ja, Richtung Hafen einfach aufmachen, also Haupthafen. Ah ja, sehr gut, okay. Gut, ja, Andi, wo willst du denn jetzt dich hinbegeben? Wieder zurück. Du gehst aber wieder zurück zum Markthotel, okay. Gorbatschow ist Soundtrink, nein. Vielleicht hätte ich noch nach der Zeit fragen sollen, wie spät, na gut, wir waren da jetzt auch keine dreiviertel Tage drin. Nee, wir haben jetzt Mittag. Okay. Gut, ja, Andi. Ja, Tobi. Ja, du gehst halt rein, Gorsch sitzt an den Tisch. Ernsthaft. Richtiger Questgeber, ey. Hallo, Ron. Jo, Gorsch. Ist schon wieder betrunken. Nein. Ich esse gerade kurz einen Happen zum Mittag. Ich hab ein bisschen was rausgefunden. Was hast du denn bis jetzt so? Setz dich doch. Wetten, er sitzt immer noch genau auf demselben Stuhl. Ja, ich setze mich hin und ich berichte ihm, was ich da so herausgefunden habe. Ich so, ja, der Stroganov, der scheint wohl in seinem Anwesen eine recht hohe Mauer wohl drumherum zu haben. Das Ganze ist irgendwo gelegen in dem Sumpf. Ja, und der hatte wohl irgendwie einen ganzen Haufen Bediensteter und sogar einen Verwalter, der ist aber verstorben. Ja. Ansonsten soll es da vielleicht auch noch so den einen oder anderen Geheimgang geben. Aber da werde ich mich dann mal umsehen, wenn ich da bin. Ich war unterwegs, schauen wir noch. Ich war in so einer Kneipe hier in der Ecke. In der Nähe. Also einen der anderen. Da habe ich ein Bier getrunken. Da habe ich mit ein paar Leuten gesprochen. Momentan gibt es hier so ein Typen, der nennt sich auch Strobanov im Nachnamen. Und der hat wohl 2 oder 3 Söldner rekrutiert und hat dort in der Taverne halt nach Leuten gefragt. Ja, von dem habe ich auch gehört. Aber da wurde mir empfohlen, ich soll den vielleicht nicht weiter rumschnüffeln, zumindest nicht allzu laut. Ja, könnte sein, dass er auch Interesse an diesem Geheimnis unter Schloss hat.
Wenn der wirklich auch Strobanov heißt, ist er vielleicht verwandt. Möglich. Die Typen dort, die Taverne, sind so ein bisschen, ja, ne? Da kann auch viel Quatsch dabei sein, die die erzählen. Ich hör mich erstmal hier eine Runde hin und weck mich, wenn die anderen da sind. Ja, warte mal, ich wollte mal was erzählen. Was gibt's denn noch? Ein Typ namens Brandur Alwin hat Wein getrunken und hat währenddessen gesagt, Strobanov, sagst du, von dem hat mein Vater immer in Krishna erzählt. Dann gebe ich einer tolamitischen Prinzessin das Herz gebrochen und auf seiner Flucht vor ihm Vater ganz nebenbei ein altes Grabmal geplündert. Ja, der Strobanov scheint wohl ein ganz toller Abenteuer gewesen zu sein. Umso besser, wenn wir ihm den Laden einfach unterm Arsch wegklauen. Wenn er nicht mehr lebt, dann kannst du ja gar nicht unter seinem Arsch wegklauen. Dann klauen wir ihn Toten. Ach, keiner weiß, ob der nur lebt oder schon tot ist. Ja, dann machen wir kurz ein Dickerchen. Wir warten auf die anderen. Jo. Das kann dauern. Ja. Camille kommt derweil im Raja-Tempel an. Also, denk daran, Taskul. Wenn du hier, wenn jemand hier etwas wissen könnte und du denkst, du könntest der Person gefallen, dann lass deinen Charme spielen. Warum sollte ich jemanden gefallen, hä? Nun, deswegen war mir nicht ganz klar, warum ihr unbedingt mitkommen wollt, aber wenn ihr hier seid, würdet ihr mir helfen. Na gut, ich, Vielleicht steht ja jemand hier auf das Exotische. Ich folge euch. Ich halte mich an euch. Das wäre nicht so ratsam, außer ihr wollt mir dabei zusehen. Er wird doch noch ja sagen, das ist das Problem. Für das. Oh Gott, Alter. Normalerweise bekomme ich Geld dafür, wenn wir Leute dabei tun, nein, Spaß. Ihr Mensch, das ist halt schon komisch, was das angeht. Das ist richtig. Oder hat es ein bisschen komisch, nachdem Elfen ebenfalls so sind. Nur Zwerge sind noch anders, ich weiß nicht. Die Echsen kommt mir da sehr einzigartig vor, bin ich ehrlich. Hat einen Punkt. 1-0. Naja, wenn nicht, warte ich aber auf euch, das ist vielleicht sicherer. Bevor mich doch hier irgendjemand anfasst. Ah, schaut doch da hinten, die Dame wirft euch doch einen netten Blick zu. Geht doch mal zu ihr und versucht da was rauszufinden. Ja, du siehst so, dass das sehr überfordert wirkt und da jetzt herumläuft. Werden so schnell erwachsen. Einen Schubs so in die Richtung von einer beliebigen Frau, die rumstehen. Denkt sich auch so, what the fuck will der hier? Hat der überhaupt ein Ding? Und frag mich dann selbst durch die Gegend und eventuell grabe ich ein bisschen tiefer und steige auch in gewisse Tiefen hinab, wo ich glaube, verborgenes Wissen zu finden. Also ich lehne mich richtig rein. Kannst du das verborgenes Wissen vielleicht noch etwas genauer erläutern? Also im Notfall tauche ich wirklich bis zum Arm rein, um irgendwas rauszufinden. Ja, okay, das ist gut umschrieben, ohne jetzt wegen der Vereinigung zu haben. Gut. Er findet auch den wichtigen Punkt, den er auf während der Suche. Also ich gehe auch wirklich jedem Detail bis auf den Grund. Also ich lasse da nichts ununtersucht. Also. Ich schon ziemlich genau suchen, um den Punkt zu finden. Ja, aber ich bin Fachmann. Alter. Leute kommen zu mir als Reihergeweihter, wenn sie was über Fähigkeiten in der Situation wissen wollen. Und deswegen, ich gehe auf ganz tiefe Analyse, was unser Problem angeht. Ja, mit so vielen Menschen, da kommt es auch mal zu Reibungen, ne? Also da entsteht Hitze. Ja. Da musst du, das ist. Aber auch dafür sind wir im Raya-Tempel vorbereitet. Da brauchst du nicht nur einen langen Atem, um das durchzustehen. Also. Ja. Ich habe Ausdauer, ich bin ready. My body is ready. Manchmal wäre ich echt gerne Task, um das nicht verstehen zu müssen. Hier sehen. Ja, also währenddessen so draußen wahrscheinlich so, what the fuck? Also ich höre mich um und nutze das auch für mein Vergnügen, für das Vergnügen anderer und versuche damit auch mit körperlichen Avancen noch einige Details zu finden, die Leute vielleicht sonst nicht preisgeben würden. Indem ich ihren tiefsten Sehnsüchten auf den Grund gehe.
Ja, komm, dann gebe ich dir noch ein paar Infos, die du so beim genauen Untersuchen herausfinden musst. Sehr gut. Wahrscheinlich Strobanov hatte so und so viel Umfang und... Okay. Ist auch eine Info. Ja. Er mochte es besonders. Gott. Also auf dem Markt gibt es außergewöhnlich große Kartoffeln. Was? Wahrscheinlich kriegt... Auf dem Markt gibt es außergewöhnlich große Kartoffeln, sagt hier die eine Quelle. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich ziemlich hoch, dass du solche Infos über Strobanov kriegst. Also muss man ehrlich sagen. Ich nehme das als Kompliment. Vielleicht ist auch das Kompliment gemeint. Keine Ahnung. Das steht hier wirklich im Abenteuer. Ich dachte, das passt an der Stelle sehr gut. So. Die Wünsche des Bronjaren ließen die Bauleiter beim Bau des Hauses regelmäßig die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Mhm. Es ist kein typisches bornisches Jagdschloss, sondern ähnelt vielmehr einem horasischen Landsitz. Mhm. Strobanov ließ viele Architekten und andere Spezialisten aus fernen Ländern anreisen. Sekunde. Was, im horasischen... Stil, ja. Ein Landsitz im horasischen Stil. Landsitz? Das hat sehr Ähnlichkeit mit den Lochen aus Horaz. So hörst du das ungefähr. Wahrscheinlich. Ja, erst nach dem langen Zungenkuss, und dabei redet man nicht so gut. Jetzt hast du es ja ausgesprochen. Also da habe ich gar nicht gedacht. Was heißt hier? Also Zungenkuss schon zu weit geht. Also ganz ehrlich. Wir sind hier auf YouTube. YouTube ist eine amerikanische Firma. Wir sind ein Waffen America Rumsfeld. Fuck yeah. Okay, oh Gott, was hat er gesagt? Beiden. So. Jo. Jo, der nächste Tipp nach dem horasischen Landsitz. Er ließ viele Architekten und andere Spezialisten aus Fanländern anreisen. Jo. Zu dem Schloss gehört auch ein riesiges Gelände, das urbar gemacht wurde. Hm. Strobanov hat dort ein richtiges Dorf angesiedelt. Ist die Anspielung zufällig Rodrigsfels? Nein. Das Dorf hat keinen, also das meint einfach, dass auf demselben Gelände auch halt Häuser gebaut wurden für seine Bediensteten und für Bauern und so weiter. Das ist damit gemeint. Das Dorf hat keinen Namen. Okay. Strobanovskavitsch. Genau, und irgendwo im Schloss ist ein großer Schatz versteckt. Irgendwo habe ich den größten. dass der alte Fuchs mit unlösbaren Rätseln gesichert hat. Aber angeblich sind die unlösbar. Sind die auch Hex geprüft? Da hat er noch nicht die Meister des Urpedurptrums kennengelernt. Oder des Hex Dungeons. Was, Hex approved? Von denen keiner mehr da ist, außer Gorbatschow. Incorrector? Und Taskul, der aber zum Glück nicht dabei war. Dann ist der, erzählt der auch nicht. Tut mir leid, Tobi. Ja, der zu dem Zeitpunkt auch aktiv war, von denen, die jetzt hier geblieben sind. Okay, habe ich alles aufgeschrieben, danke. Genau, das sind die Infos, die ich jetzt dir noch gegeben habe. Ja, ich vereinbare da noch, bevor ich gehe, mit einigen regelmäßigeres Treffen so ein bisschen für den Ausdauersport und dann schau ich mal, was Tasco rausgefunden hat. Ja, du kommst... Also davor wische ich mir aber erstmal natürlich den ganzen Lippenstift ab. Ja, du kommst in den Hauptraum wieder. Ich rede nicht weiter drüber. Ich mache mich vorher kurz frisch, sagen wir es so. Er braucht ja eine Duffe. Kommst da raus. Und wenn eine grüne Echse rot anlaufen könnte, dann wäre Taskul das jetzt auch, wenn Echsen überhaupt sowas wie Charme hätten. Taskul, habt ihr doch zugeschaut? Nein. Man hat so eine komische Frau angequatscht. Die war nackt. Und die wollte irgendwas, aber dann habe ich sie halt ausgefragt. Dann hat sie mir, weil ich so niedlich sei, hat sie gemeint, hat sie mir da ein paar Fragen beantwortet. Und dann ist sie wieder gegangen. Sehr nett von ihr. Ich kann euch ja gerne sagen, was sie mit euch machen wollte, Tasku.
Dafür fehlen euch leider ein paar Körperteile für. Mit mir her. Das ist nicht korrekt. Also wenn ich die trotzdem nicht, warum Anatomie richtig im Kopf habe, müssten die was Ähnliches. Weil Echsen pflanzen sich auch sexuell fort. Ja, aber die machen das durch ein. Anders, ja. Egal. Das tun wir erst mit dem Wege der Vereinigung, wo reden, so. Egal. Egal. Versteht nicht, warum ihr Menschen, warum ihr da so ein Problem habt, euch nackt zu zeigen, so. Das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Egal. Ihr seid es doch, der rot angelaufen ist, nicht viel. Ich bin nicht gut angelaufen, ich kann gar nicht gut anlaufen. Also, eure Schuppen haben einen deutlich röteren Ton als vorher. Ja, wenn ihr das sagt. Bei Echsen ist es übrigens die Kloake. Also viel Spaß. Gut, haben wir das auch? Ja, ich habe. Können wir gehen? Kriegen die ihre Menstruation? Nein, aber wenn Tasco ein Weibchen wäre, müsste er ab und zu unbefruchtete Eier legen. Wieso? Gut, wollte ich auch noch lernen. Ist doch nicht. Ja? Wenn er männlich ist, doch nicht. Nein, ich sagte ja, wenn er weiblich wäre, müsste er ab und zu einige unbefruchtete Eier legen. Okay. Hätte Kassian vermutlich zum Frühstück gegessen. Was weiß ich, was wir damit gemacht hätten. Tasco ist keine Art seiner Spezies, die das Geschlecht wandeln kann. Das könnten ein paar von denen nach Belieben. Hat Tasco seinen Schwanz abwerfen, wenn er wegrennt? Das hatten wir schon mal das Thema. Ja, okay. Hätte das gerne als Sonderfähigkeit für ihn. Den kann er auch werfen, wenn er auch auf Sperre ist. Also, wie Yoshi so. Ja. Hey, er ist auch noch grün, also das passt sogar. Tasco ist der neue Yoshi hier in der Gruppe. Yoshi. Tasco. Tasco. Ja, ist auch mein liebster Mario-Charakter, Yoshi. So. Ach, was. Du meinst Tasco. Hätte das gedacht. Überraschung. Du musst es gar nicht denken, weil du es schon wusstest. Gibt auch nicht so viel gute Konkurrenz im Mario-Universum, finde ich. Was findest du nicht? Ich kann mir sogar den Namen vergessen. Ich kenne Peach und die andere Alte ist der Name schon. Das ist ja whatever. Daisy. Ja, und halt Daisy, ja. Die alten Klempner da und ihre alter Ego. Jetzt komm, wir wollen keine Nintendo-Fans abschrecken. Auf diesem Kanal wird es noch Nintendo-Let's Plays geben, ja? Wir wollen keine Nintendo abschrecken. Die hören zu. PC Master Race, weißt du doch. Ja, Rumsfield, America! Ich trotzdem noch ein paar Nintendo Warum sollten wir eine Nintendo-Konsole in kaltes Wasser werfen? Ja, gut, also ihr geht danach wieder raus. Tasco erzählt dann noch so ein bisschen, dass sie ihn auch anfassen wollte. Was er nicht verstanden hat. Und dann erzählt er dir halt, was sie erzählt hat. Und zwar, dass. Bist du da, Hannes? Ja, ich bin da. Das Schloss ist verflucht. Okay. Seine Bewohner sind alle geflohen. Oder tot. Oder verflucht tot. Bekomme ich auch mit, dass da ein Druide irgendwas mit zu tun hat? Ian Strobanov hat es an den Mächten verschätzt, nämlich einem Druiden. Ich frage nach Druide? Druide? Nein, Spaß. Und den Schlossherrn hat angeblich all dies in den Wahnsinn getrieben. Nee, das war der Druide, weil er ein Druide ist. Schon viele haben versucht, das Geheimnis von Schloss Strobanov zu lüften, aber nur wenige kamen lebendig wieder. Ja. Hohe Todesrate. Den Zwerg vor, mein Spaß. Genau. Das erzählt ihr noch beim Rückweg. Den Strich William vorschicken. Auf dem Rückweg zur Markthotel, wo du wieder hin wolltest, Hannes, oder? Wolltest du noch anders? Ja. Okay. Gut, derweil kommen die anderen bei der Hafenmeisterei ein. William ist irgendwie abgebogen und hat gemeint, er müsste ganz dringend zum Schiff. Damit wir ihn nicht vorschicken. Verdammt. Tobi, denk mich jetzt irgendwie übersprungen? Ja, wurdest du. Ja, so, wo wolltest du hin danach eigentlich? Shopping. Also, ja, okay, dann ist eh egal. Ciao. Ey, was soll das denn? Wir gerade am Raya-Tempel vorbei, wenn wir zurückgehen.
Ja, ich wäre ja vorher schon, während ihr drin seid. Ihr seid da ja nicht nur 5 Minuten drin, das dauert ja ein bisschen. Ja, wo ziehst du dann mich und Taskul in den Reiherstempel gehen? Ja, wahrscheinlich beim Reingehen vielleicht gesehen, muss Tobi ja sagen, ob ich sie. Ja gut, dann erstmal so, natürlich, sorry. Ja, ich würde erstmal A, nochmal im Laden gehen und nochmal, dachte ich, wenn ich, die haben ja mir Möbel ins Schiff eingebaut, würde ich über, noch zu den Typen gehen, den ich schon kenne. Ja, und ihnen sagen, ja, ich habe was in ein Bücherregal und mich an Büchern umgucken. Und ich ahne nämlich schon, ob die Zelte oder sowas die Richtung haben und irgendwie Reisesachen. Reisegeeignete Sachen. Natürlich haben wir etwas für Abenteurer. Ja, dann zeigen Sie mal her. Hier. Okay. Ja, er zeigt halt Ausstattung. Zusätzlich hätte ich gern noch für mein Zimmer, ihr habt ja da geliefert, noch ein Bücherregal und ich würde mich gern gleich noch bei euren Büchern umgucken. Aber erstmal die Reiseausstattung. Das mit den Büchern klären wir dann, wenn die anders. Ich schreibe das dann einfach Tobi nach. So ja, ungefähr. Genau, dann berechne ich dir, was noch passt. Mhm. Rucksäcke habe ich natürlich, gutes Schuhwerk, dicke Socken, warme, regenständige Kleidung, Feuerstein und Zunder, ein Wasserschlauch, eine Schlafdecke, Seile, was wollen Sie denn? Gewürze. Okay, also Klamotten habe ich mir beim letzten Mal schon reisefertiges Ähnliches geschafft, aber auf jeden Fall noch ein bisschen mitnehmen. Feuerstein und Zunder klingt hervorragend fürs Feuer machen. Haben Sie auch sowas in einem Zelt, sowas? Natürlich, so Zelte. Ja. Kommt drauf an, wie groß soll das Zelt denn sein? Natürlich ist es eben teurer, ist ja klar. Ja. Ein großes Zelt für 20 Personen oder doch nur für einen? Ja, vielleicht so für ein, zwei, ein sehr großzügiges für eine Person. Also vielleicht für 4 Personen, damit ich da auch meine Sachen drin aufbewahren kann, während ich nächtige. Gott, nimm den ganzen Reisekoffer mit, ey. Und diese Ritter. Habe ich gerade ein Déjà-vu oder hatten wir diese Diskussion schon mal? Über Zeltgrößen und so. Ja, ich hätte gern, also etwas, also jetzt kein kleines Zelt, aber soll auch nicht riesig sein, aber schon. Meinst Zelt eine Person? Oder willst du Zelt 2 Personen? Dann eher 2 Personen. Es muss. Zelt 2 Personen. Das macht dann 25 Silber. Ja, wenn's. Ich würde auch eins nehmen, das von höherer Qualität ist, wenn es teurer ist. Ja, dann 35 Silber. Ja, dann nehme ich eins mit für. Jo. Dann Feuerstein und Dingsbums nehme ich mit. Ja, so Wasserschlauch klingt auch schlau. Reisefeste Klamotten hat sie. Ja, Wasser. Ich würde ihn noch so fragen, was er vorschlägt. Wir reisen Richtung Norden in Sumpfgebiet. Haben Sie irgendwelche Vorschläge, die nützlich sein könnten für mich? Haben Sie denn schon Wanderstiefel? Ja, ich habe hier diese Reiterstiefel und ich werde vielleicht auf meinem Pferd unterwegs sein. Also ich glaube, die sollten reisefest sein. Denn beim Reiten kommt man auch durch das ein oder andere ungängige Gelände. Ja, da haben Sie recht. Ja. Ja, dann nehme ich die Sachen Zelt, Feuerstein, Wasserschlauch. Vielleicht noch eine gute Decke. 5 Silber für das. Wahrscheinlich Stahl, Decke willst du noch? Okay. Genau. Irgendwie schöne, kuschelige Wolldecke. Vielleicht irgendwie noch eine Kerze oder irgendwie sowas. Irgendwas, vielleicht, die haben ja nicht diese komischen Leuchtesteine, aber irgendwie ein paar Kerzen nehme ich noch mit. Möchtest du eine Wolldecke von einem Praios-Schaf oder nur eine normale Wolldecke? Ja, wenn, dann Praios-Schaf, hallo? Ja, die heißen wirklich so 8 Silber. Ja. Sag mir am Ende. Die dafür geschert wurden. Ja, du sagst mir dann am Ende, genau. Das noch und dann eine Lampe. Und vielleicht ein paar Kerzen noch, so ein paar Lichtsachen. Und dann habe ich alles. Ja, die wollte gekostet 8 Silber, schon gesagt, genau. Genau, sag mir da am Ende, wie viel ich abziehen soll für meinen Charakterbogen. Warte, wir bringen das gleich auf ein Level. Ich habe jetzt aber schon die ganze Zeit abgezogen. Ich mache ja hier keine Verlauf. Ich ziehe dann einfach direkt ab. Ich habe jetzt 141 und danach Dukaten und danach habe ich. Warte mal, 141 hast du. Hat ich dir schon gesagt, wie viel die ganzen Möbel gekostet haben? Ja. Das habe ich schon vorher abgezogen vom ersten Gehalt.
Okay, weil ich hab bei dir 75 Dukaten stehen, deswegen bin ich gerade sehr verwirrt. Ich habe da noch, also ich weiß noch, dass es bei 80 war oder irgendwie sonst noch was, also der Belohnung, plus ich habe dann ja noch das Geld von diesen reichen Schnösel an der Bank eingelöst. Ach stimmt, das reiche Schnösel an der Bank, das wolltest du es noch machen. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja genau, und die Dukaten fehlen jetzt. So. Genau. Von 81 auf 141 hoch, doch. Und dann müsste ich jetzt das, was du mir sagst, passt das ja wieder. Ist der Bankbesitzer. Ja, belastend. War das genau 80, dann hast du jetzt auch 141 hoch. Kurz. Mhm. Diese Rechenpause wird Ihnen präsentiert von Mathe-Man. Wenn du nicht weißt, wie viel Törtchen du bei Backmann kaufen sollst, geh zum Mathe-Mann. Er rechnet dir es aus. 32 minus 8 Millionen. Genau. Mathe-Mann. Er zeigt euch, was Mathe kann. Schade, dass er nicht da ist. Heute ist er nämlich nicht Beckmann, sondern Weckmann. Vielleicht macht er ja Mathe, Mann. Gibt es einen betroffenen Mann? Ja. Ich glaube eher schlafen, Mann. So, und schreib mal 135 Dukaten. Jo. Alles klar. Also 6 Dukaten ausgegeben da. Passt. Genau. Gut, und das, ja. Und dann reite ich auch zum Markt, mache ich mich wieder auf den Weg. Sag dem viel Spaß mit dem Bücherregal, bitte da und da einbauen. Und irgendwann, wenn wir wieder da sind. Ah ja, sorry, für das Bücherregal müssen schon nochmal 3 Dukaten abziehen. Ja, ist okay. Ja, und ich mache mich auf den Weg zurück. Und ich würde unterwegs wieder versuchen, das Gedicht zu lesen und irgendwas schon rauslesen zu können, vielleicht, was auch immer. Ui. So, jetzt in der Hafenmeisterei angekommen. Also Lars und Fabi. Ja. Ja, guten Tag. Guten Tag. Was kann ich denn für Sie tun? Ja. Das Ludwigsmuseum. Guten Tag. Bin ich hier richtig in der Hafenzollmeisterei gedöns? Digga? Ja klar, da sind Sie richtig. Oh weia. Ich hätte, also mein Kollege und ich, wir hätten eine Frage zu ein paar Lieferungen, die jetzt hier mal angekommen sind. Ist allerdings schon ein bisschen her. Weiß nicht, wie weit ihr Archiv da zurückreicht. Ja, um was geht's denn? Ich weiß natürlich nicht, ob ich Ihnen jetzt einfach so Informationen geben darf. Wissen Sie, das ist natürlich Verschlusssache. Aber vielleicht kann ich Ihnen ja ein bisschen was erraten. Ja, also Sie kennen doch sicher auch diesen Glücksritter Stroganov, ne? Ist schon eine Weile her, ne, dass der hier immer mit seiner Karavelle angelegt hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ja klar, ich bin so lange hier im Dienst. Dann kennen Sie bestimmt auch Ihren Kollegen, den Herrn, den Zollmeister Leikes. Mit dem sprechen Sie doch gerade. Ach so. Ich bin Leikes. Ich habe kein Namensschild gesehen. Ja, ich habe kein Namensschild an. Man glaubt denn, was wir hier machen, dass wir das Namensschild ertragen? Wir sind doch hier nicht in der Bank. Na gut. Also, Herr Zollmeister Leikes, mein Name ist übrigens Brokkur, das hier ist mein Kollege Faron. Und man könnte sagen, wir sind auch eine Art Glücksritter und wir sind da hier jetzt, wir interessieren uns quasi für dieses Anwesen. Ne? Also es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass das schon eine ganze Ecke lang leer steht. Und ja, es wäre halt von Vorteil, irgendwie ein bisschen zu wissen, was dieser Teufelskerl damals hier so eingeführt hat. Ne?
Wolltest du denn das Haus da holen oder was? Ja, also vielleicht mal einen Blick reinwerfen, gucken, was da halt jetzt vor sich hin rottet und keiner benutzt es mehr und dann eventuell, ne? Ich meine, es ist ja auch gesagt worden, das ist quasi von ihm gewollt, ne? Er hat ja da immer so komische Umbauten gehabt und so und er fordert ja quasi junge andere Glücksritter wie uns raus, ihm nachzutun und quasi sein Anwesen zu stürmen, ne? Das ist ja regelrechte Einladung, diese Gerüchte, Sie wissen schon. Ja, das stimmt. Und deswegen hätten wir da gerne mal so gewusst, ob die Reise sich lohnt, ne? Also vielleicht haben sie ja noch alte Zolllisten von damals, was der da so eingeführt hat auf sein Karavell. Er musste doch alles hier verzollen, bestimmt. Dass das auch alles seine Rechtschaffenheit hat und so, dass da nichts aus wilden Plünderungen, aus irgendwelchen Heiligtümern oder so ist. Er war ja viel da in dem Ptolemidenland unterwegs. Jetzt stoppen Sie mal, bevor Sie weiter erzählen. Zu schätzen von ihm kann ich nicht viel sagen. Er hat ja irgendwie runter Verschluss gemacht. Wissen Sie? Ja, aber die mussten doch alle hier von der Karavelle durch ihr Zollamt laufen, oder? Er kann doch nicht einfach einführen, was er wollte. Wer weiß, was er da im Bauch des Schiffes hatte. Ja, das finde ich, aber ich kann jetzt nicht mehr so viel darüber finden. Wissen Sie, also ich habe hier was. Das kann ich Ihnen gerne sagen. Okay, ja. Das hat was mit dem Umbau zu tun, da habe ich dann Informationen. Aha. Hier, er hat sich was liefern lassen. Und zwar 170 Balken Holz, 20 Zahnräder, 40 Zahnräder mittel, 20 Zahnräder groß waren das übrigens, sorry, 80 Zahnräder klein, 50 Schritt Kette, 30 Schaufeln, 20 Spitzhacken, 15 Schmiedehämmer, 15 Fass Bier, 24 Keile und 3000 Nägel und 2200 Schrauben. Ja. Hat er sich liefern lassen, ja? Von extern, ne? Ja, genau. Die kamen in den Hafen an. Wie lange ist das her? Von wann ist diese Liste? Das ist 2016. Warten Sie mal. Natürlich, nein, da wurde sein Schloss ja gegründet. 1023. Ja, okay, das deckt sich ungefähr mit dem, was wir auch über das Anwesen wissen. Ja, interessant. Ich nehme an, dass, also, wir sehen ja, Sie sprechen mit einem Zwerg und das klingt für mich stark nach Materialien für zwergische Bauarbeiten, ne? Also allein die Fass Bier, ne? Da, ohne Bier läuft da nichts auf der Baustelle, da wissen sie. Ja, also ich weiß auch, dass der große wie kleine Umbauten am Schloss vornahm, gewaltige Gruben aushob, viele Quader Erde und Gestein abtransportieren ließ und illustre Gestalten an Spezialisten im Schloss ein- und ausgingen, von Pyramiden, die ihm eine gewaltige Statue errichteten, bis hin zu Zwergen, die naheliegenderweise meist unter der Erde verschwanden, aber auch Unmengen an Werkzeugen anschleppten. Ja, es sind wirklich eine Menge Materialien. Also da scheint er einen ganz schön großen Keller angelegt zu haben, scheint mir, ne? Ja, das wirkt mir so. Hm. Und ja, diese Spezialisten, die hat man dann auch nicht mehr gesehen. Die sind wohl abgereist, heißt es. Die kamen von außerhalb von Borland. Ja, vermutlich die meisten Zwerge davon, ne? Ich sag ja, da war auch Thylamide dabei. Aber auch Zwerge. Thylamide, ja. Ah, warten Sie mal. Ich höre da was. Oh weh. Das ist die Werbung. Du! Alter Rohan sind da, die haben sich verloren. Tod, oh nein. Werbung. Wo er war macht... Gondor nochmal? In der Werbepause. Ne, er macht die Türen auf, weil er anscheinend was gehört hat. Mit einmal durchfährt ein lauter, schriller Schrei das geschäftige Treiben des Hafens. Oh ja. Hat sich mal umgezogen? Was, Helena? Ah, raus hier! Ja, hey, Sie haben doch gerade gesagt, Sie sind ein Glücksritter, oder? Ja, sowas in der Art. Was ist dann kommen Sie mal raus und schauen sich das mal an da vorne. Ich stürme raus. Na, Fabio, was machst du? Bleibst du drin stehen? Okay, du folgst. Alle Augen richten sich auf das Gebäude, aus dem der Schrei kam. Also er deutet darauf. Ein Lagerhaus, aus dem drei Möwen erschrocken aufflattern. Einige wenige Hafenarbeiter setzen sich ein paar Schritte in dessen Richtung in Bewegung, wenden sich aber schnell wieder ab, nachdem sie offenbar nichts Verdächtiges hören oder sehen können. Also, das ist ein bisschen komisch, aber vielleicht können Sie ja danach gucken, wenn Sie wollen.
Ja, da hat doch wer geschrien, also da ist doch wohl jemand in Not. Ja, jetzt ist doch alles wieder still. Ja, also, müssen Sie doch wissen, was hier in Ihrem Hafen vorgeht, aber wenn Sie das sagen, dann gehen wir mal gucken. Also, tut mir leid, ich bin hier der Hafenmeister, ja, der Zollmeister. Hier gibt's auch private Lagerhäuser, die angemietet sind. Solange hier nichts rausgeht aus dem Hafen, weiß ich nicht, was die da drinnen lagern, ja? Ja. Komm, Fahrer, wir schreiben Akzente, das ist Wahnsinn. Jawohl. Stiftet der Zollmeister die gerade zum Einbruch auf Privatgelände an? Also, gehen Sie doch da mal vorne. Das Lagerhaus, da ist es. Das ist Nothilfe, das ist rechtlich erlaubt, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland. Nun, ja, Fahrer, wir sehen uns das mal an. Oder? Ja. Jo. Ich würde versuchen, einen dieser Hafenarbeiter, die da jetzt so missmutig einfach weggehen, zu schnappen. Also nicht zu schnappen, aber anzusprechen. Was wollen du? Habt ihr nicht auch diesen Schrei gehört? Das muss doch von da drin gekommen sein, oder wo? Ja, aber ist privat. Kann ich nicht einfach rein. Ja, aber das ist doch jemand in Not, da muss man doch Hilfe leisten. Ja, ist abgeschlossen, gibt Nachtwächter. Weiß ich, wo der gerade ist. Der muss da gucken. Okay. Aber da vorne ist vielleicht könnt ihr ja rein, ja? Ich sage nichts Wache. Ich nichts Wache sagen. Nö, ja, okay. Geht weiter, guter Mann. Fahrer, wir müssen da rein, oder? Also, scheint jemand nur zu sein, oder sollen wir jetzt die Nachtwache rufen? Wir wissen ja gerne, wo die Nachtwache ist, oder? Nicht wirklich. Also, wir müssten jetzt nur den Hafenmeister fragen oder irgendwen. Aber wir probieren irgendwie da reinzukommen. Wer weiß, wo der sich tagsüber rumtreibt. Ne? Der pennt ja wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Lass mal in das Tor gehen. Ja, ihr nähert euch dem Gebäude. Auf den ersten Blick ist nichts ungewöhnlich festzustellen, das große Eingangstor ist verschlossen. Ich dürfte mal beide auf Sinneschärfe würfeln. Hat das was mit Hören zu tun? Das hat was mit Sehen zu tun. Okay, frag nur wegen meinem Helm. Das bringt es jetzt nicht. Liegt jetzt der Schlüssel unter den Teppich. Euch fällt ein offenes Fenster auf, in etwa 5 Meter Höhe. Neben der Halle steht ein Baum, der ich anbieten würde. Da sind wir ja genau die Richtigen für. Also das Tor ist halt verrammelt. Ja, müsst ihr sagen, was ihr machen würdet. Ich glaube, ja. Ja, da oben ist ein Fenster offen, aber ich schaue mir erstmal das Tor an. Und dann schaue ich mir das Tor genau an. Das ist euch also sehr stabil. Du könntest vielleicht versuchen, das irgendwie aufzubrechen, aber es wäre halt sehr laut und wahrscheinlich bräuchtest du sehr viel Kraft. Was für ein Glück habe ich sowas wie ein Brecheisen dabei. Ich würde mein Brecheisen rausholen und das so schon mal gucken, wo ich das ansetzen kann. Und dann Pharaon angucken. Ja, mach ruhig. Das wäre meine Idee, bevor wir jetzt hier anfangen, uns den Hals zu brechen. So ein Hafenarbeiter kommt vorbei. Was machen Sie da? Da drin hat jemand um Hilfe geschrien oder sowas. Da ist jemand in Not. Ja, aber Sie können doch nicht einfach privat Sachen einfach aufreißen mit dem Brecher. Und beauftragt, hier reinzugehen. Wenn es metaphorisch um Leben und Tod geht, dann werden hier Sachen aufgebrochen, wie ich das sage. Ja, aber das müssen Sie bezahlen, wenn das Schloss danach kaputt ist. Ja, ja. Mach deine Arbeit weiter. Ja, ich kann auch gleich die Wache holen. Die Backen gehen weiter. Wir wurden doch beauftragt, das hier zu machen, also. Ja, der Hafenmeister hat gesagt, wir sollen uns das ansehen. Ja, aber er hat doch nicht gesagt, dass sie das Tor aufbrechen sollen, wahrscheinlich. Ja, so wertvoll sieht das jetzt auch nicht aus. Hast du einen Schlüssel? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist Privatsache. Also, Arbeit weitermachen. Naja, verzeihen, wenn er ermordet wird, ist er schon weg, keine Sorge. Ich verdiene, sagt er nur so mal weggehen, ich verdiene so wenig, um das jetzt abzumelden. Mir kommt gerade noch eine Idee. Bevor ich jetzt das Tor aufhebe, ich ruf mal. Hallo, ist da wer drin? Was ist da drin los? Danke, Lars. Danke, da ist er ganz alleine drauf gekommen. Ja, ja, da mein Helm regt zum Denken an. Vielleicht sind wir auch ein Tor daneben. Beeindruckt.
Wow, wirklich, ey. Eigenbrüche. Ja, ich hätte jetzt auch erwartet, dass wir, ich hätte gedacht, dass William zuerst im Knast ist, aber ich habe euch schon da gesehen. Das ist Selbsthilfe, das ist wichtig. Hilfe, Hilfe! Ich werde getötet! Da ruft einer, nee, Scherz, das war ein Gag. Das ruft einer, aber tatsächlich so, Hilfe! Okay, ist das direkt vor mir? Es ist, ja, es kommt aus dem Inneren des Gebäudes, in dem ihr gerade steht. Alles klar, ich knack den Laden. Okay. Trotz Brecheisen, Lars, ist es eine Körperkraftprobe, erschwert um 7. Okay. Und wenn ich mithelf? Und dann immer noch erschwert um 5. 8. Ich wollte gerade sagen, ich setz doch mal alleine. Ja, genau, Brecheisen kann nicht zwei Leute ran, das stimmt. Das macht keinen Sinn. Immer noch um 7. Ah, geht nicht auf. Ein sehr massives Tor. Ah, ich guck mal in mein Inventar. Hast du noch Sprengstoff? Da hat sich das auch spannend. Was ist mit der Ladung C4? Brauchen wir die noch? Ich suche schon mal raus, wie ich euch dann aus dem Knast kriege, ne? Also ich suche ein paar Artikel raus, ne? Ich rufe es auch mal. Okay, also dieses Tor ist irgendwie zu schwer. Ich weiß nicht, könnt ihr mir noch irgendwie helfen beim Drücken? Ja. Aber sie sind nicht erleichtert dadurch. Ja, könnt ihr vielleicht. Weiß halt nicht, wie wir es, wie ihr Hebel ansetzen könnt da. Ich probier's auch nochmal. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein Zwergenbrecheisen? Ist das nicht für dich ein Zartstocher so dann auch noch? Also, ja, aber ich würde das Brecheisen ja behalten und würde einfach ihn zusätzlich ranziehen. Sofern er jetzt nicht nach dem Brecheisen fragt. Ich würde es halt auch nochmal probieren. Mit mir zusammen dann, ja. Ja. Aber du hast halt kein Werkzeug. Aber ja, Tobi? Ja, Kraftakt, ne? Und wie viel? Also wie ist das jetzt, eine Sammelprobe oder wie? Oder? Ja, komm, warte, ich rufe eine Sammelprobe aus. Kann die da auch nochmal erschweren, glaube ich, hoffentlich. Aber es bleibt bei der Initialerschwerung, oder was? Ja, warte, sag ich gleich. Kann ich das hier nochmal machen? Da, Talent. Gruppenprobe. Ja, kann es genau. Jetzt machen wir es um. Ich würde überlegen, was ich drücken muss, oder was ich denke so. Du müsst jetzt keine 7 Proben machen. Weil Gruppenprobe eigentlich für die Anzahl der Leute ist. Ich habe eigentlich nur euch markiert, deswegen weiß ich nicht, warum da 7 steht. Aber gut. Eigentlich müssten da nur 2 stehen. Muss ich jetzt auch einfach werfen, oder was? Wird nee, du musst da auf das Wort Kraftakt klicken. Ah. Guck, gesammelt QS2. Bisschen knapp. Das reicht nicht. Ein paar Runden habt ihr noch. Man hört auch dieses Fahrer, zieh auch mal dran. Wir sind gleich bei ihm. Ich kann mich nicht bewegen, sonst würde ich ihnen ja das Tor öffnen. Am Ende ist da ein Griff oder so und ich müsste nur die Klinke mit. Nein. Ah, der hat sich wahrscheinlich irgendwo zwischen seinem Badezimmerklo oder sonst wie eingesperrt und kommt dann hier raus. Sorry, okay. Bombe. Ja. Setzen wir nochmal an oder suchen wir einen anderen Weg? Wollte gerade sagen, müssen wir jetzt weiter Proben würfeln oder war es das jetzt schon? Also ich würde euch noch einmal erlauben, nochmal Quests zu erzielen. Fabi, jetzt, wenn du eine Quest von 6 schaffst, dann schafft ihr es. Wollte ich sagen, ja. Fein. Oh. Muskelkater. Ah. Hexenschuss. Verstehst du, mein Mann? Idiot.
Ja, Fabi, der Arm von dir tut weh. Oder das mein Arm. Oh, mein Arm. Ja, ist der Schmerz jetzt auf jeden Fall. Oh. So melodramatisch. Hast du jetzt wohl noch über den eingepackt? Ja. Ja, nun, mir scheint, das bringt auch nichts. Die nächste Idee, ich schaue mir mal das Schloss an, sage ich zu Fahrern. Jetzt sieht's da aus, ja? Geht so, aber vielleicht habe ich ja was. Schau mir das Schloss an und hol mein Mechanikerwerkzeug raus und wird gucken, ob ich da was drehen kann. Habt ihr schon versucht, die Türklinke zu betätigen? Die Leute stehen eigentlich jetzt um die herum und beobachten das Ganze und essen Popcorn. Das ist es, nachdem einmal geschrieben wurde, sind die ja weggegangen, jetzt laufen nur noch vereinzelte Leute rum. Also Hilfsarbeiter. Ich habe noch keinen Sturmangriff auf die Tür versucht. Aber jetzt mal, ist da wirklich eine Türklinke dran? Nein, das ist so ein Tor, was man halt aufdrückt. Ja. Eigentlich. Oder halt aufwuchtet. Haben wir es mal mit ziehen probiert statt drücken? Wäre aber ein geiler Joke gewesen, oder? Ja. So, ja, Tobi denkt sich, ja, mal gucken, wie lange ich sie verarschen kann. Also, ganz kurz, Lars, wenn du das Schloss untersuchen möchtest, ist es auch Schlösserknacken. Also, es ist quasi, ne, drüber schauen, ist genauso wie, was wir das knacken wollen. Ich will dann erstmal gucken, wie das Schloss aussieht und ob ich da reinkomme mit meinen Werkzeugen, weil es ist ja eher improvisiert als ein Schlossknack-Set. Okay, du würdest sagen, das wurde von innen abgeschlossen. Das ist auf jeden Fall aufmachbar. Also man kann Schlüssel dran benutzen, das heißt, man kann es auch knacken. Nur irgendwas blockiert. Also es sieht so aus, als könnte das Schloss auch von innen von irgendwas anderem blockiert sein, als nur ein Schlüssel. Okay. Er verblutet währenddessen. Ja. Bringt mir Bier mit. Ich würde versuchen, das zu ändern. Also möchtest du jetzt auch knacken? Ja, würde ich versuchen irgendwie. Okay, das Knacken selbst ist der Schwert um 5. Du hast jetzt noch Zeug, was es dir erleichtern würde. Nee, ich habe halt nur mein Werkzeug, was es mir überhaupt ermöglicht. Okay, steht zumindest in der Beschreibung. Dann 5. Erschweren. Meisterlich! Oh. Alter, das ist doch nicht sein Ernst, Mann. Ja. Du drehst es um, man knackt und man hört sogar innen drin, wenn du irgendwas anscheinend dadurch, dass du den Riegel, also das Schloss nach rechts drehst, irgendwas anderes mit wegdrückst. So eine Art Riegel oder so. Dann kannst du es auch mal aufdrücken oder ziehen, das musst du jetzt schauen. Nach innen oder aus? Es geht ja auf beiden Seiten auf. Schwere Entscheidung. Wie so ein Scheunentor. Ich ziehe die Tür. Du siehst, alles klar. Knarz! Im Inneren ist es sehr, wie nennt man das? Dämmerig. Finster? Genau, finster. Dämmerig. Und bitter, bitter kalt. Hier, Faron, ich hab's aufgekriegt. Was ist da drin los? Wie gesagt, ihr seht noch nichts. Ja, ich ruf das aber mal in den Raum rein, wenn ich nichts sehe und niemanden. Durch das offene Fenster, und jetzt Tür, und schmale Schlitze im Dachstuhl fällt ein wenig Licht in das Kontor. Euer Blick schweift umher, du entdeckst eine heruntergebrannte Fackel, Regale voller Waren und jede Menge Staub und Spinnenweben. Ein leichter Gestank von Muff und Fäkalien weht dir entgegen. Vorsichtig begibst du dich weiter hinein ins Dunkel. Was sagt das Abenteuer jetzt? Ja, würde ich nicht. Ich würde vor der Tür stehen bleiben. Okay, dann Schluss. Und ich rufe halt. Also, was ist da drin los? Keiner antwortet. Ach, verdammt. Tot. Okay, ich ziehe meine Axt und mein Schild und ich gehe ohne Leuchtmittel langsam rein. Ich kann ein bisschen sehen in der Dämmerigkeit. Genau, du siehst ein bisschen. Fabi, möchtest du ein bisschen rein ins Dunkel? Bisschen laufe ich mit rein, ja. Okay. Also, Lars. Ja. Du läufst weiter rein. Faro bleibt dann stehen, nachdem der Lichtkegel nicht mehr weitergeht. Ich lauf weiter rein und ich rufe dabei. Da siehst du hinter der Ecke ein kleines Mädchen kauern, das sich erst einmal vor dir erschrickt und sich noch ein wenig weiter an die Wand presst.
Dann erblickst du, wo der verängstigte Blick des Kindes hingeht. Direkt gegenüber, zwischen zwei Regalen mit südländischem Geschirr und alten Teppichen, liegt ein älterer Mann am Boden, ausgemergelt, am ganzen Körper zitternd, brabbelnd und sabbernd und in seinen eigenen Säften. Ah ja. Ist das hier wieder dieser Tempel mit Camellio oder was? Nein, das ist ein anderes Sinn, ja. Ah. Das war andere Säfte. Ach so. Der ist nicht aromatisch. Nicht schön eingelegt. Nee. Du kannst feststellen, Lars, dass die überwiegende Anzahl der Regale mit Antiquitäten aus allen Teilen der Abitur gefüllt ist. Manche mehr, manche weniger wertvoll. Okay, ich. Ha. Auffällig sind jedoch auf jeden Fall die beiden urtulamitischen Sarkophage, die mit zur Seite geschobenen Deckeln in der Ecke des Raumes stehen. Mhm. Aber was machst du jetzt erstmal? Das war jetzt das, was du innerhalb eines Atemblicks alles aufgenommen hast. Und jetzt. Ich bleib stehen. Guck über die Schulter Pharaon an und sag, hier ist ein kleines Mädchen und ich glaube eine Leiche. Da hinten liegt wer. Ich bin keine Leiche. Ah, okay. Dann, nachdem ich das gesagt habe, gehe ich auf den Typ zu. Und ändere das und mache ihn zur Leiche. Genau. Da wollen wir mal sehen. Strobanov. Wirklich, und jetzt stirbt er. Nein, er rüttelt da so ein bisschen herum, ruft die ganze Zeit nur Strobanov, während du auf ihn zugehst, Lars. Ja, okay. Ich gehe wachsam auf ihn zu, aber zügig. Strobanov. Gib ihm doch mal seinen Strogonoff, bevor er verhungert. Ja gut, also hier steht da so, das Mädchen sagt so, ich bin hier reingeklettert und da lag er da schon. Okay. Wie alt ist das Mädchen ungefähr? 10 Jahre. Das ist Helga, okay. Das ist die Schwester von Hans und Klaus. Helga! Ist eher gedacht die kleine Schwester von Minka oder so. Nee, von Helga! Hans und Klaus. Das ist die dritte im Bunde. Klaus Helga. Ist der Böse, Hans ist der Gute und Helga steht in der Mitte. Helga! Da müssen wir in einem Abenteuer aufpassen, dass sie nicht auf die Seite des Bösen fällt, sondern auf die Gute. Oder auf die Seite des Bösen, wenn wir dafür sind. Das ist gerade Tobis Abenteuer, was er schreibt für Spawnland. Was ich nicht spoilern darf. Deswegen steht hier auf dem Zettel nicht Oh. Sorry, Tobi. Das ist der Nachtwächter hier, glaube ich. Aber mehr weiß ich nicht. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Ist doch hellig der Tag. Das hat sie nicht gesagt, aber sie sagt halt so danach, ich muss zurück. Ich habe Angst. Bleib doch stehen. Ja, sie bleibt stehen, nachdem du es gesagt hast, tatsächlich. Okay. Was war hier los? Wer war hier drin? Was wolltest du hier drin? Naja, ich bin hier halt reingeklettert. Ich bin neugierig, wisst ihr, das Fenster war auf. Okay. Bin ich mittlerweile bei dem Kerl angekommen? Das war heute früh, glaube ich. Und jetzt lag er da. Ja, du bist bei dem Kerl angekommen. Okay, ich möchte. Der stinkt halt ziemlich. Du weißt nicht, wie lange er da schon liegt, aber er wälzt sich halt immer so hin und her. Ja, ich möchte versuchen, ihn zu stabilisieren. Du siehst tatsächlich keine Verletzung an ihm. Okay. Also der ist äußerlich nicht verletzt. Okay. Der liegt nur in seinem eigenen, ja, ich weiß schon. Jetzt muss ich schon aus medizinischen Gründen wissen, in was für Säften der alles liegt. Ja, weiß ja nicht, wie lange er in der Lage. Auf jeden Fall liegt der halt in seiner eigenen Pisse. Pisse, okay. Pisse aus seinem Arsch. Mm. Ich kenne, was du meinst. Ja. Die Anspielung. Okay, aber er hat sichtlich irgendwie Probleme. Ja, genau. Inkontinentia Po. Also du merkst halt schon, dass der wohl irgendwas gesehen hat, was ihn geschockt hat. Wahrscheinlich würdest du ihn nur beruhigen können.
Ne, genau, dann würde ich mich nämlich zu ihm runterbeugen und halt so ein bisschen, wo ist Cassian und komm mal zu dir oder keine Ahnung. Also, ja, okay, Heilkunde Seele erschwert um 5. Wie, du willst ihn schütteln? Ja, nein, ein bisschen. Ich sehe, also Brocco hat doch bestimmt ja, also 10 nach Punkte dem in Heilkunde. Du, nach dem Pissen musst du ihn kurz schütteln und dann, ne, warte, darum geht's nicht. Ja. Moment! Ja, was, ihr nicht wisst, was ihr nicht wusstet, ich habe ja natürlich auch studiert, wie die liebe Helena, Psychologie und Beruhigen, alles und Heilkunde Seele, natürlich an sämtlichen Universitäten des Landes. Ja, Zwerg beruhigen. Also hätte ich dir die Einsicht gegönnt. Hätte ich auch gefühlt, wie du jetzt wirklich, wollen sie darüber reden. Holst du ein Notizbuch raus und zieh die Brille ein bisschen tiefer. Alles ist gut, ich bin der zwergische Psychologe Sigmund Freud. Bitte reden Sie. Legen Sie sich aufs Sofa. Wie war Ihre Kindheit? Wie ist die Beziehung haben zu Ihrer Mutter? Haben Sie sich zu Ihrer Mutter hingezogen gefühlt? Wollten Sie Ihren Vater ermorden? Heißt Ihre Mutter Ödipus? Ich wollte mein Vater nicht ermorden. Warum nicht? Er ist in die Ketten reingerannt, das war ich nicht. Fabi, du hörst übrigens nur die ganze Zeit, was Brokko da sagt, du siehst ihn inzwischen nicht mehr, ne? Also, weil er schon zu weit dunkel ist. Aber das Mädchen siehst du auch, Fabi, weil das halt eine Geschichte des Ausgangs gerannt ist, bevor es gestoppt ist, weil Brokko was gesagt hat. Wir sind aber nicht irgendwie zu flüchten, oder? Nee, das ist stehen geblieben, nachdem Brokko gesagt hat, bleib mal stehen. Ich kann ja nicht zwei Patienten gleichzeitig versorgen. Mir geht's doch gut, ich bin kein Patient. Ja, noch nicht. Ich wollte gerade sagen, das können wir auch ändern. Ja, das ist sehr beruhigend für so ein kleines Kind. Ich bin nicht anwesend. Ja, ich gebe nur dumme Randkommentare. Aber Lars, was dir auffällt, nicht nur, dass er ein bisschen geschockt ist, der wirkt auch sehr also er hätte ja schon länger nichts getrunken und so, ne? Er wirkt schon ein bisschen flapper, das merkst du auch, wenn du näher anguckst. Das ist eine gute Idee, ich hol mal. Also nachdem ich merke, er lässt. Es gibt doch keine Ideen, ich dachte nur, was abgeht. Ja, er lässt sich nicht von mir beruhigen, nachdem, dann... Strahmanhoff! Ich würde versuchen, ihn ein bisschen aufzusetzen und ihn ein bisschen Proviant von mir... Er wirkt übrigens auch sehr... Also, er hat vorhin noch mehr sagen können, als nur Strahmanhoff, aber inzwischen jetzt, als du ihn erreicht hast, wirkt er auch sehr abwesend und hat so einen klar kristallenden Blick und guckt nur so geradeaus und schnüfft die ganze Zeit Strahmanhoff. Hättest du gerade jemanden in Panik an? Also willst du ihn anfassen und hochheben? Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Also der schüttelt sich, Lars. Also, du kannst ihn näher wählen, den kriegst du nicht so einfach aufgesetzt. Okay, also richtig krampfend, oder was? Ja, genau, ruhig, das hätte einen Krampf. Okay. Ja, krampfen, das ist dann schon wieder eine andere Hausnummer. Aber er sieht sich ja sehr körperlich krampft, sondern er hat so, ja, das schätze ich beschreiben, du weißt ja schon meine, glaube ich. Er wählt halt die ganze Zeit mit den Armen rum und schüttelt sich. Nee. Weil er auf dem Boden liegt, aber. Er ist also gerade, er hat einen psychischen Anfall, quasi. Ja. Hände weg vom Mund, sonst beißen die Jungs. Nee, Moment, das wäre ja eher, er hätte einen, bei flackerndem Licht, wie halt. Epileptischen Anfall. Danke. Nö, wenn die Panik haben, schlagen und kratzen die sich um sich. Natürlich krampfen die auch. Leute, die Panik haben, eher nicht. Epileptiker Angst, vielleicht, Angst, ja. Natürlich, also safe beißen Leute und kratzen und schlagen. Die würden eher nach dir schlagen oder so, aber beißen jetzt nicht. Doch. Was für Leute kennst du? Nein. Zu viel Project Zomboid gespielt oder was? Wow. Also so einer Panikattacke gehört da auch so eine gewisse Verkrampfung und sowas, oder? Also. Da kennt sich Lars aus. Hä? Das war ein schlechter Witz. Hat Marissa regelmäßig Panikattacken? Wenn ich sie da... Nein. Du bist Lars. Ja, Jack hatte Panikattacken, wenn Marissa anwesend war. Ja, glaube ich auch. Strahmanhoff! Er saß danach auch immer heulend in der Dusche. Strahmanhoff! Stroganoff? Es ist Timmy aus South Park. Strahmanhoff! Was ist denn mit Stroganoff? Das geht jetzt ewig so weiter, Mann. Roggelbecher? Strahmanhoff! Stroganoff! Ja! Alter, für Fabi, für dich wird sich das sehr lustig anfühlen. Fabi steht so immer noch in der Tür, er sieht immer noch nichts, hört die ganze Zeit nur den einen Strahmanhoff und dann Brokko ja auch zurückrufen die ganze Zeit.
Boah, Stroganov! 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 Oh Mann, die Diskussion. Aber was macht der eigentlich da hinten? Ja, keine Ahnung, ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Hier liegt jemand und der hat irgendwie Probleme. Und dieses Mädchen da, das ist irgendwie auch. Ich weiß nicht, was das hier macht. Ich bin hier gewesen, um... zu klauen. Ja, ja. Sag ich dir nicht, aber ich habe den da liegen sehen. Sag ich dir nicht. Das ist Geronima Rödner, die wohnt jetzt hier. Ja. Geronima Rödnerock? Ja, die wohnt jetzt hier. Tja. Was ist denn jetzt mit Stroganov? Woher ist? Stroganov. Guter Punkt. Hast du jetzt schon nach Stroganov gefragt, Lars? Scheiß Pokémon, ey. Scheiß Pokémon. Tobi, schaffen wir das Abenteuer heute? Hä, ja, das ist gar nicht unser Ziel. Ihr seid immer noch nackt. Wir wollen nur durchrushen, oder? Ja, kommen wir überhaupt auf guten Weg. Ja, seid ihr auf schlechtem Weg beim Duschwaschen. Spielen wir die letzten zwei, drei Stunden des Abends in dieser Lagerschuppe jetzt aus wie Brokkur und der Typ. Ja, scheinbar schon. Stroganov! Ja, Stroganov! Könnt ihr jetzt genauer also Lars, du kannst vielleicht... Lars, ganz kurz, was ich noch sagen möchte als Spielleiter. Du kannst ihn nicht aufsetzen so einfach, aber du könntest ihn auch einfach packen. Dann wird er jetzt die ganze Zeit weiterschlagen. Aber du könntest ihn auch einfach raus... ne? Zerren. Ja, nachdem ihr wo eingebrochen seid und dann jemanden so rauszerrt, das ist ein super Bild. Also wirklich. Das war quasi das, was ich machen wollte. Ich wollte ihn packen und aufsetzen und halt mal vielleicht ein bisschen aus seiner Pisse rausziehen. Dann mach das. Okay, dann möchte ich das machen. Ich möchte ihn irgendwo gegen die Wand setzen. Okay, dann warte mal, was ist denn da würfeln? Ich darf ja noch auf Charakter hier Kommentare geben. Und als wird sie auch irgendwie aber keine Tipps. Ja, macht euch halt alle über den Zwergen lustig. Ich mach mal über den Zwergen lustig. Der hier ganz alleine außerhalb seiner Kompetenzen arbeiten muss, mit heilenden Seelen und dem Bums. Ich kann ihn auch einfach einen Dolch in den Hals stecken, das ist eher mein Metier. Während Fahrer vor der Tür steht und nichts macht. Das wäre eher William. Ich hätte noch ein paar Lösungsansätze, aber das wäre ja wirklich Tipps geben und Spoiler. Genau, aber. Das wollen wir ja nicht. Das darf nur der Spielleiter. So, wirf mal auf Körperbeherrschung testen, Lars, weil du halt gleichzeitig ihn dabei dodgen musst. Ja. Also ich gebe immer nur gerne unseriöse Tipps. Und dann jetzt auch noch Kraftakt. So, ich üb schon mal was. Sehr gut. Dann ziehst du jetzt raus und hältst einen. Ja, ich bin bereit, Leute. Ich hole euch da raus. Okay. Ja, außer der Ankläger. Du ziehst aus deinem eigenen Saft. Als zwei. Dodge die Schläge, die auf dich eintreffen. Die nächste Aktion, ich hole eine Wasserflasche von meinem Proviant und wenn er sie sich nicht einflößen lässt, kippe ich sie ihm halt erstmal so zur Hälfte ins Gesicht oder so. Komm zu dir, Stroganov! Wo ist Stroganov? Wer ist Stroganov? Was ist Stroganov? Warum? Da muss doch Zirkus drumherum stehen mittlerweile. danke. Stroganov. Stroganov. Ja, Stroganov, was ist das? Weil nähert sich eine Person, Fabi, die du bemerkst, von rückwärtiger Seite. Das sagen wir mal so. Ist eine Frau in einem Gewand, wirklich ein bisschen südlich, also südländisch angehaucht. Also eine Mischung aus dem, was du hier sonst siehst, aber auch aus Südländern. Mhm. Und kommt so näher. Bitte die Herrschaften, was machen Sie in meinem Kontor? Ist das Ihr Kontor, ja? Ja, und mein Nachtwächter hat wohl um Hilfe gerufen, wurde mir gesagt. Das ist richtig, ja. Und da wird sich auch gerade drum kümmern. Wir sollen hier Wache halten. Naja, das ist aber mein Kontor, das ist Privatbesitz. Sind Sie eigentlich meine Leute, oder? Das Ihr Kontor ist? Natürlich, hier ist meine Besitzurkunde. Sie grabt so ein bisschen in ihrem Zeug und holt da so ein Pergament hervor, wo drauf steht. Kontor 1A ist der Besitzer. Ist sie die Besitzerin halt von Kultur 1 ab. Sie hat schwarze Haare. Und sie hat sie ist gut aussehend. Doch, hey, sieht's ja. Ja, leider bin ich nicht da, wenn das schon mein. Das ist natürlich nett, dass sie helfen wollten, aber lass mich bitte erstmal schauen, was da los ist. Ich habe hier eine Lichtquelle. Sehr gut, dann kommen Sie bitte mit. Stroganov! Sie schüttelt noch kurz im Kopf, weil sie den Teil denkt, läuft gerade rein.
Bitte, Herr Zwerg, was ist denn hier passiert? Stroganov! Wer ist denn Stroganov? Ich kenne keinen Stroganov. Hier, euer, der Nachtwächter, der lag hier einfach bewusstlos rum, ey. Was ist denn hier drin los in eurem Kontor? Keine Ahnung. Ich habe ihn vermisst, deswegen bin ich jetzt hier. Er gibt mir eigentlich immer einen kurzen Bericht, was in der Nacht passiert ist. Diese Nacht wohl nicht. Ja, die Hafenmitarbeiter sind zu mir gekommen, anstatt die Ware zu holen. Da hatten sie nochmal Glück. Ja, der schien ja schon eine ganze Weile zu liegen. Also, dem geht's gar nicht gut. Ah, oh Gott. Sie setzt sich dann so hin, sie wirkt auch wirklich bekümmert und halt, ne, ein bisschen ängstlich. Was ist deine Mädchen hier zu Ihnen? Nein. Wo ist wer? Kind, was tust du hier? Ach, nichts. Und sie rennt weg. Ach, immer diese Kinder, ruft sie ihn so hinterher. Diese Hafenkinder wissen nicht, was ich gehört. Ja, ich glaube, sie hat ja auch Dinge gesehen, die sie nicht hätte sehen sollen. Ja, aber sie wollte hier bestimmt was klauen. Stroganov. Das wollen sie immer. Stroganov. 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 Alterich, was ist denn los? Warum rufst du die ganze Zeit nur diesen einen Namen? Mein Alterich dient schon Jahre für mich, wissen Sie. Aber so verwirrt war er noch nie. Wie geht's dem momentan? Was macht der? Ist der bewusstlos? Gegen das Regal gelehnt, so wie ich es verstanden habe. Und da sitzt er jetzt halt und tut so ein bisschen zittern, aber ja, wedelt noch ein bisschen mit den Armen. Aber jetzt nicht so, dass er wieder hinfällt. Okay. Jetzt kriegt er auch noch einen Anpfiff von seiner Chefin. Keiner hilft ihm, so weißt du, ein Stück Wasser ins Gesicht zieht ihn jetzt raus. Wir sollten ihm mal helfen, sagt sie dann so. Der Arme. Ja, ich könnte ja vielleicht Unterstützung gebrauchen. Ich weiß nicht, was ihm fehlt. Stroganov. Wir müssen ihn zum Tempel bringen, da können sie ihm helfen. Vielleicht fehlt ihm Flüssigkeit, ich meine. Stroganov. Sie geht kurz raus, ruft dann so kurz jemanden. Er bräuchte einen Wodka Stroganov. Kommt dann wieder. Das sind meine Hafenarbeiter, Igor und... Dimitri, danke. Sie helfen uns, den in den Tempel zu bringen. Dort wird er irgendwie geholfen. Ist einer davon einer von den dreien, die da schamlos weggegangen sind? Nein. Besser ist es. Sie war nicht in der Nähe, als der Ruf ertönte. Also, packen Sie mal alle mit an. Ja. Sie selber tut übrigens keinen Finger rühren, dabei fällt euch auf. Weil die drei Typen, die sie gerufen hat, den halt hochheben. Zwei Typen. Oh, da wär's noch so ein bisschen, aber lässt sich dann wegtragen. Ja, ich sollte sie ihm schnellstmöglich mal wieder aufpäppeln. Das sah ganz schön geschwächt aus hier. Ach so, ich sollte mich vielleicht noch vorstellen. Mein Name ist Slobodanana Nagraski. Und dort? Ich bin halbe Bornländerin, halb Südländerin. Den Namen habe ich von meinem Mann. Und den Vornamen von meinem Vater. Mhm. Heißt nicht zufällig Stroganov? Nein, ich kenne keinen Stroganov. Ich bin doch nicht so lange in Festung, wissen Sie. Ich habe meinen Mann vor 5 Jahren kennengelernt und seitdem ihn geheiratet. Bin jetzt hier als Händlerin aktiv. Sie sehen ja, ich habe sehr viele Artefakte. Ja, hier, das scheint Vasen. Mir einiges wert zu sein. Ja. Jetzt kommen Sie bitte mit mir hier raus, sagt sie dann noch. Und tut so armwedeln, dass er jetzt alle rausgehen soll, so ungefähr. Tja. Ja. Ah, und wenn sie fragt, dann bleibt sie kurz dabei stehen, wirkt über irgendwas anscheinend ein bisschen. Ha, komisch. Was denn? Ach, diese Sarkophage. Das war eine neue Lieferung aus den Tyramidenlanden. Als sie bekommen haben, waren sie nicht offen. Jetzt stehen sie hier offen herum. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Okay, wir brauchen Experten. Wo ist Heinrich Dörz? Wollte gerade sagen, irgendwie habe ich gerade Flashbacks. Zappelt da zufällig irgendwo einen Arm rum? Nein. Naja, egal. Wir gehen erstmal wieder. Ich möchte mein Kontor wieder abschließen. Ja, kann ich noch einen kurzen Blick in die Sarkophage reinwerfen? Die sind komplett leer. Komplett leer. Tja, ja, das ist seltsam mit den Sarkophagen auf jeden Fall. Er geht ja gegen den Arm. Normalerweise
werden Sarkophage doch mit Inhalt überliefert. Also das scheint ja irgendwie hier ein falsches, ne? Scheint mir ja nicht ganz so richtig zu sein hier. Naja, egal. Ja, und sie tut dann, geht der mit dir raus, das war die Frage, ja, weil ja, ich geh die drängt halt raus. Darauf. Gut, dann macht sie den Mischung, der sich das Tor wieder zu und schließt ab. Komisch, das Schloss wird geknackt. Wie sind sie hier eigentlich reingekommen? Ja, das war eine ganz seltsame Aktion. Also, wir haben die Hilfeschreie von eurem Nachtwächter gehört, aber es war verschlossen von innen. Hat sich selbst ja, das macht er. Ja, das macht er immer. Da ist er ja sicher, dass keiner reinkommen kann. Na gut, aber gleichzeitig hätte das ein Todesurteil sein können. Ich musste das Schloss etwas knacken. Ich hab davon abgesehen, es komplett zu zerstören. Ja, dankeschön. Da wir sie helfen wollten, tue ich das jetzt nicht als Hausfriedensbruch oder als Kontorfriedensbruch anmelden. Ja, das wäre jetzt auch wirklich ein bisschen übertrieben. Also ein Mann in Not, also kann ja Alderich froh sein, dass er hier überhaupt Hilfe bekommen hat. Ja, und daraufhin schließt sie dann das Konto ab. Ja, von mir aus. So, meine Herrschaften, danke für die Hilfe. Sie können sich ja gerne nochmal erkundigen morgen. Vielleicht geht es Ihnen dann wieder besser. Ja, mich würde interessieren, was dieser Mann gesehen hat, dass es ihn so verstört hat. Also. Ja. Sie werden ihn wahrscheinlich, also wir werden ihn jetzt in den Tempel bringen, in den. Strovalov! In den Perreine-Tempel. Ne, Perreine ist die falsche. Was suchst du? Ich suche den Tempel der Heiler. Ist doch Perreine. Jo, Perreine. Ach, da war ich sogar richtig. Zu dem Perreine-Tempel. Stroganov. 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 Ja, wenn er eher zu einem Psychologen ist, dann ist übrigens der Bodons-Tempel. Weil die machen auch so beides. Die machen auch Psychologie. Warte. Wir überlassen es ihnen, den Perreine-Geweihten. Dann wird es wieder besser gehen. Ja. Und daraufhin lässt sich euch dann auch da verstehen und geht. Tja. War mir eine Freude. Komische Aktion, das Ganze. Hätte auch ruhig mal ein Finderlohn bei rumkommen können. Da gebe ich dir recht. Ja, dafür, dass du da die Tür da erstmal ordentlich demolierst und so. Hat er ja nicht. Ist nur nee, die haben da mitten. Ich wollte gerade sagen, die haben da mit einem Brecheisen dran rumgezogen. Das ist bestimmt. Verleihte, hä? Ja, also, es ist ja jetzt hier. Das kann man ja wirklich. Vintage-Store. Stroganov. Das ist der User. Stroganov. Nächstes Mal benutze ich doch die C4-Ladung. Stroganov. Ja, nun. Fahren wir jetzt nochmal zum Zollmeister zurück. Nehmen zumindest mal sagen, was hier draußen los war für ein Geschrei. Ja. Ja, gut, Dach, da sind sie ja wieder. Ja, ganz komische Aktion. Da hier im ersten Konter 1 Alpha Romeo Tango Foxtrot. Ich hab jetzt mal Radio Alpha wählen raus. Lars, ich will, dass du am Montag einfach hier seinen Rufs Alpha oder Foxtrot immer reingerennt ist. Das möchte ich von dir. Das habe ich schon Robi gelernt. Oh nein. Da war wohl jemand MIA während seiner Arbeit. Ja, wenn du es von Gorbi gelernt hast, musst du jetzt einfach panisch durch die Gegend rennen, irgendwo hinrennen und dabei die Sachen brüllen. Und Camillo suchen. Ja, ganz komisch, dieser Nachtwächter von dieser alten, mit diesen unaussprechlichen Namen, diese feine Dame da, kennen ja die Kundschaft da bestimmt. Das ist die. Ja, die Frau Nakaraski. Gesundheit. Frau die Frau Nakazaki. Nakimura? Die hat ihren Nachtwächter da drin verloren. Oh Gott. Der hat da ganz ausgemergelt. Crazy! Ah ja, okay. Ja, seltsam, ne? Geht mir aber nichts an. Ich sage der Kundschaft. Ja, scheint's auch zu überleben. Also ist alles gut. Neue Hafenarbeiter, ja. Die könnten ruhig etwas mutiger sein. Da drin hätte es mit der Vorrichtung Leben und Tod gehen können. Ja, natürlich. Sie, die Hafenarbeiter hier, die werden nicht gut bezahlt. Die geben so Hilferufen nicht nach. Ja, die sind teilweise seltsam. Schweinehunde. Naja. Ich habe bereits mitbekommen, dass sie nicht gut bezahlt werden. Was? Ich werde doch nicht gut bezahlt? Sagt er so einer der Erbe random. Ja, was du sagst. Er ist ein bisschen einfältig, wissen Sie? Tja, deshalb. Muss ich nur überzeugen, dass die Bezahlung gut genug ist. Ach ja, immer diese Peons.
Nun, habt ihr in der Zeit vielleicht noch irgendwie noch andere Listen finden können von der Karavelle von... Ja, nee. Tut mir jetzt aber leid, ich kann Ihnen leider nicht mal weiterhelfen. Ich könnte höchstens noch... Ja, also, wissen Sie, ich habe da persönlichen Kontakt mit dem gehabt. Nein, wirklich nicht. Ich finde auch nichts mehr. Das ist ganz seltsam. Das ist irgendwie abhanden gekommen. Abhanden genommen? Lücken im Archiv oder wie? Storganov. Haben Sie etwa Lücken in Ihrem Archiv? Ja, kommt mir so vor. Unnormal. Sind Sie sich sicher, dass da Lücken im Archiv sind und nicht... Ja, da habe ich doch gerade gesagt. Ich versuche mal einzuschätzen, was ein angemessenes Bestechungsgeld für so einen Hafenmeister wäre. Naja, das kannst du schwer einschätzen, weil du noch niemanden einen Hafenmeister bestochen hast. Ja, nun. Dann lass ihn doch mal auf Gassenwissen oder so würfeln. Ich meine Gaisenweisen. Gaisenweisen erschwert um Stroganov, genau. Ja. Gaisenweisen erschwert um Stroganov, du sagst es. Alter. Also, das ist die ganze Zeit mit Stroganov zugetextet, Mann. Ja, das ist der neue Bullen, 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 also. Oh. Nur, dass ihr diesmal was kreiert habt, nicht genervt davon bin, nur nicht andersrum. Da stand im Abenteuer, der sagt im Abenteuer, dass er nichts anderes sagt als der Stroganov. Ja, und genau, das ist ja auch passiert, also ich weiß nicht, wo das Problem jetzt liegt. Das heißt, dass Louis es auch noch sagt. Danke, Hannes. Ein Mädchen war, dass das da drin gerufen hat, also okay. Ich war gerade verwirrt, hatte nicht so, hey, können Sie mir kurz helfen? 5 Minuten später ist Stroganov. Ich wollte nur die psychologischen Kenntnisse von Bocco widerspiegeln. Also ich fand es sehr passend. Also ganz ehrlich, ich kann Ihnen jetzt auch nicht mal weiterhelfen. Jetzt. Ja, also lass die mal, geh die mal weg. Mann, sind das 3 schöne Silbertaler, die ich hier habe. Der Game Master sagt, macht weiter. Ah, 3 Silbertaler. Schaut euch die mal an, die sind schön, oder? Ja. Seid ihr nicht wirklich sicher, dass da Lücken sind? Ich zahle auch mal mit einem 5-Euro-Schein, wenn ich geblitzt bin. Ja, ich versuche auch irgendwo. Ja, Polizeihauptkommissar, hier, ich habe einen schönen 5-Euro-Schein. Wollen Sie den nicht zufällig? Deswegen wollte ich ja versuchen, es einzuschätzen, wie viel so darf, weil es da verdient. Ich kann es Gäsenweisen, oder? Ja, eben. Also, ich habe wirklich keine Unterlagen mehr. Aber die 3 Silbertaler, tschupp. Ja. Machen wir 2 Silbertaler. Der fasst sich die Silbertaler nicht an. Ja, zünden wir den Laden halt an. Fragt er euch jetzt, warum wollt ihr das wissen? Sagen wir nicht, ja, hier sind 3 Silbertaler. So funktioniert Bestechung, Sören. Ja, das ist nackte Kanone, die beste Szene überhaupt. Also, was mich ja eher interessieren würde, ist, ob Bestechung dort in Faroon, wo auch immer, ob das dort eventuell strafbar ist. Ja. Oh. Frage ist, ob ein Zwerg das weiß. Ja, das ja, aber das ist denen egal. Frage. Nur wenn es strafbar ist, hast du jetzt ein Problem. Ja, aber wir haben schon so viele Straftaten gemacht, jetzt ist eh egal. Ja, Tobi lässt uns eh mit jeder Straftat durchgehen. Wir können auch jemanden auf offener Straße erschießen oder so. Ja. Habt ihr das nicht getan? Ja. Nee, das war Beckmann. Holter, Einbruch. Ja. Meanwhile hat jeder andere Teil der Gruppe die jeweils besprochen. Hier die Bibliothekare oder die, na gut, das waren die Diebesgildenfotzen, aber naja. Ich möchte mal zu meiner Verteidigung sagen, dass ihr bisher immer an die richtigen Leute gegangen seid, ja? Die euch eben nicht anklagen. Das ist das Problem. Das heißt ja, dass es trotzdem hier in der Stadt nicht welche gäbe. Also du sagst, ihr reagiert nicht auf die 3 Silbertaler. Nö. Machen wir 5 drauf. Leg noch ein paar Heller drauf als Trinkgeld. Okay. So habe ich mich ein, zwei Mal mit Njalma gefühlt, weil wir mussten so diesen Njalma-Modus ausspielen und man sitzt da und denkt sich, ach Leute, fuck, ich komme hier nie wieder raus. Kann ich Menschenkenntnis machen, ob er lügt, dass die Archive kannst du gerne machen. Leer sind? Meine Brötchen sind gleich fertig. Das war sehr cool. Voll!
Alter, der lügt wie gedruckt, ey, aber sowas von. Ja, ja, jetzt auch noch. Oh Gott, der kriegt richtig Schelle gleich. Wie, Tobi, wie war das nochmal mit Straftaten? Gehen hier alle durch? Wollen wir nochmal gleich sehen. Guck Fahrer und so an mit einer hochgezogenen Augenbraue und dann werfe ich nochmal 6 Silbertaler auf den Tisch. Also, das würde uns wirklich helfen, wenn wir da, ne, so ein bisschen Einsicht hätten. Würfelt mal beide auf Handeln. Ey, komm, aber mit dem Bestechungsgeld, das kann... Wie viel liegt da jetzt? Ist das nicht erschwert oder so? 9. 9 ganze Silbertaler. Kommt auf die QS an. Ja. Na, also, ich könnte ja mal nachgucken genauer, wenn sie noch 3 Silbertaler drauflegen. Ja, ich leg die doch drauf. Muss mal kurz weg. Okay. Achso, dann ist ja auch, dann hat jeder 6, ja. Okay. Ja. Da liegen da jetzt 9 Silbertaler. Nee, ja, nimmt sich so. 12 in der Seite. 12, also 12, genau. Nimmt sich 12. Ja, da kann ich ja mal gucken. Ne? Ja, sehr gerne. Wir warten hier. Ja, kurz darauf kommt er wieder. Also, wir haben hier zum Beispiel ein Gemälde, was für ihn gemalt wurde, was so groß war, dass es hier über den Hafen gehen musste. Aha. Er schiebe doch nicht so voller Lücken, wie man dachte. Ja, da war ein Schiff drauf abgebildet, das weiß ich noch. Aha. Außerdem hat er oft südländisches Zeug mitgebracht. Aber das ist alles zu viel, um das jetzt hier alles aufzuzählen. Geschmeide. Vase. Die Vase war ein bisschen besonders, hat er behauptet. Da war eine Marder oder sowas in der Art drauf. Marder? Ja, hat gemeint, es wäre für sein Haus. Wäre für sein Salon oder so. Ich weiß, jetzt habe ich das falsch verstanden. Ich habe mir vor, wie jemand voll viel Geld hat, wenn ein Klug mit einem Marder drauf abgebildet ist. Marder ist halt auch nicht viel hübscher. Jetzt zerbeißt doch die ganzen Kutschen. Das ist aber immer noch hübscher als eine Marder. Ja, der tötet die Pferde. Für die Pferde, nein, warte. Und als er einmal wiederkam und den ein bisschen Zeug abgeladen hat, hat er behauptet, es hätte er von einem Drachen im Boltard-Spielen gewonnen. Aber ist ein Witz. Tja, das scheint mir auch unrealistisch. Drachen sind zum Erschlagen da und nicht zum Kartenspielen. Oder was auch immer Boltern ist. Da fällt mir gerade auf, mein Arcade hat sich schon wieder geändert. Stimmt. Ja. Ja, ja. Ja, interessant. Also, das ist ja doch schon ein bisschen was. Ja, aber wissen Sie, warum ich nicht so viel weiß? Weil der auch ganz viel über das Land hat bei sich anliefern lassen. Und da habe ich keine Kontrolle. Ich bin ja der Hafenmeister und nicht der Landmeister. Ja, aber es war schon mal ein Versuch wert. Also, wir haben hier schon mal geguckt, was hier so. Weil er hat immer noch seinen riesigen Schiff. Vielleicht sollten wir noch den Waldmeister fragen: Strabunov. Ja, der weiß dann über die Wand. Oder den Jägermeister. Ein Strabunov-Meister. Wo wir gerade dabei sind, wisst ihr eigentlich was über den Verbleib seiner Karavelle? Liegt die hier noch irgendwo oder ist die auch verschollen? Das Schiff? Ja. Es hat doch irgendwann seine Sachen an den Nagel gehängt. Da ist doch dann verschwunden und war angeblich noch ganz bei sich zu Hause und hat nichts mehr gemacht. Das Schiff hat er verkauft. An Störrebrand. Hm, ja, okay. Ich habe gehört, er soll bald wieder in die Stadt ziehen, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Das Schiff? Nein, Störrebrand. Achso. Ja, gut. Klappern wir den auch noch ab. Nee, Können Sie vergessen. Ja, ich glaube auch nicht, dass der Zeit hat für uns. Ja, gut. Wenn Sie sonst nichts gefunden haben. Also, mein Tag besteht noch aus anderen Sachen, als nur Ihnen zu helfen, ja? Also, bitte gehen Sie. Ja, also, ich hätte ja nochmal 12 über. Ich habe wirklich keine Informationen mehr, die ich Ihnen geben kann. Okay, selbst gut, wenn Sie hier 50 Silbertaler fallen lassen würden. Ey, du glaubst ja weiterhin, er lügt, also. Weiß ich jetzt nicht.
Faron, was meinst du? Aber du bist ja gerade ein bisschen glasig. Naja, gut. Denkt dran, wer euch hier, ne? Die Hand, die einen füttert, die andere nicht nachts ja. im Schnee. Ja, genau. Ich kenne ihr Schiff, wenn ich das sagen will. Nice. Also dann, gehabt euch wohl. Altes zwergisches Sprichwort. Die Hand, die einen füttert, nicht nachts im Schnee. Schreib das mal einer auf. Zitate, Channel, ja, bitte. Hören, nachts willst du selbst dein Zitat in Zitate schreiben? Als ob ich nur wüsste, was ich gesagt habe. Ein altes zwergisches Sprichwort, die Hand, die einen füttert, nicht nachts im Schnee. Da fehlt irgendwie ein Verb, aber okay. Ja, das macht ja das, was so besonders geil ist. Da fehlt auch die Sprechpause, die Nacht, die einen Punkt, Punkt, Punkt füttert. Die Hand, die einen füttert, nicht nachts im Schnee. Mit so ja. jeweils immer so 3-4 Sekunden. Ja, das war schon sehr schön. Also wirklich wunderbares Sprichwort. Das schreibst du es auf oder soll wer anders? Ich mach's gleich. Ja, mach wir eines. Wenn man die eigenen Zitate aufschreibt, das wirkt dann so selbstverliebt. Das ist wie man sich, wenn man sich selbst ins Best-of schneidet. Hey, was? Oh, das ist ein Handy-Diss. Das war ein Seitenhieb auf mich, weil ich selber von mir Best-ofs mache. Merke ich schon, Lars. Ja, nun. Schmeißt ja ganz unauffällig mal ein C4 an den Hinterkopf bei Rainbow und drückt auf den Knopf. Oh, wow. Ja, nee, dann ziehen wir von dann nach dieser ausladenden Aktion. Du hörst übrigens auch Lars, wie der so während der weggeht, krummelt. Was hat das denn für komische Typen? Das werden wir noch öfter hören. Und das haben wir auch schon öfter gehört, glaube ich. Ich kann sagen, aber da soll er sich jetzt daran erinnern, wer ihm seine 12 Silberteile gegeben hat. Also da soll ich mal ganz schön leise sein dann. Und das ist aber auch, dass es mit der Summe geklappt hat, ey. Mhm. Ich habe sowohl als Spieler als auch als Brocko keine Ahnung, wie gut menschliche Hafenmeister bezahlt werden. Vor allem im Bornland. Du wirst ihn, glaube ich, gerade so gefühlt mit einem Tageslohn geschmiert haben oder maximal. Ja, das ist doch schon mal was. Also dafür kann man ja wohl seinen fetten Arsch mal aufheben, ins Archiv gehen und eine Akte raussuchen. Ich glaube nicht, dass man sich für einen Tageslohn riskiert, angezeigt und seinen Job zu verlieren und im Knast zu landen. Ja, das weiß doch keiner, weil das liegt ja jetzt nachts im Schnee. Wir reden jetzt mal nicht weiter drüber, sonst müssen wir noch sagen, wie viel wir schmierbar wären. Deswegen geht's da. Mittlerweile sind wir wieder im Status von Abend zuvor. Ja, okay, geht daraufhin wahrscheinlich auch wieder zurück zum Markthotel. Ja, genau, jetzt als nächstes zum Markthotel. Also jetzt nicht noch den Störtebäcker-Up, Störebrand. Geht eh nicht, das ist nicht in der Stadt. Ja. Und dann auch mal ganz kurz AFK. Sollte jetzt zum großen Meetup kommen. Als wie dieser Typ aus Leben des Beinen. Ja, die Hand, die einen füttert, nicht nachts im Schnee. Sind wir im Striptease-Club oder bekommen? Wir sind nicht mehr im Maya-Tempel. Keine Ahnung, ich habe gerade an epische Entry-Musik gedacht, mir kam das jetzt aber. Was kannst du gerne als meine epische Entry-Musik für Camillo abspeichern? Ne, die epische Entry-Musik ist immer noch die von Yondu in Guardians of the Galaxy 2. Das ist keine Entry-Musik, oder ist das eine Entry-Musik? Kommt drauf an, wie man sieht. Gut, Leute, wir cutten mal kurz, das macht jetzt keinen Sinn, mit den anderen hier halb rumzureden. Weil es soll jetzt gleich die Informationszusammenstellung sein hier.